dass dieses Auto eben nicht perfekt ist. Man kann mit dem Auto nicht 300 Kilometer auf der Autobahn fahren. All das geht mit diesem Fahrzeug nicht. Viele interessieren sich für ein gebrauchtes Elektrofahrzeug. Doch oft hört man Elektromobilität. Das geht doch nur mit modernen, neuen Fahrzeugen. Die alten sind zu nichts zu gebrauchen. Stimmt das wirklich? Und was ist mit den Gebrauchtwagen, die jetzt angeboten werden? Ich fahre jetzt seit einer Woche ein mehr als 8 Jahre altes gebrauchtes Elektroauto und will in der Praxis ausprobieren, wie gut das funktioniert. Ich bin sehr gespannt auf meine Erlebnisse und nehme euch mit in eine Woche in den Alltag mit einem gebrauchten Elektroauto. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist der 6. Teil der Serie und ich bin ganz leise, weil es ist heute früh ganz leise und es ist vor allem bitter kalt. Es sind fast minus 10 Grad und ja, ihr seht, der Wagen, der C0, ist auch entsprechend kräftig eingefroren, aber ich muss das Auto laden und das will ich jetzt natürlich mal probieren, ob das bei der Kälte überhaupt funktioniert. Den Ladeport habe ich schon mal aufgemacht. Da ist der GoE-Charger. Das Kabel, selbst das Kabel ist mit Frost, mit Reif umgeben. So, und jetzt wollen wir mal gucken, was passiert. Wie gesagt, minus 10 Grad. Und das Geräusch, das kennt ihr schon. Jawohl, das scheint in Ordnung zu sein. Der GoE Charger selber zeigt natürlich jetzt hier auch die wandernden LEDs. Und jetzt gehen wir mal zum Auto und gucken mal im Auto. Da müsste ja dann entsprechend die Ladeanzeige auch aufleuchten. Und das tut sie auch. Das heißt, der Wagen wird tatsächlich bei minus 10 Grad geladen. Aber jetzt möchte ich natürlich mal wissen, ob diese Temperatur jetzt irgendeine Auswirkung hat auf die Ladegeschwindigkeit. Und dazu gucke ich jetzt mal in die App vom GoE Charger. Ja, und es geht hier 14 Ampere, 3,2 Kilowattstunden, also Ladung auch bei knapp minus 10 Grad, kein Problem. Und ihr könnt sehen hier auf der App, dass der Ladezustand jetzt bei 90% liegt, 361 Volt. Und wenn ich mir das hier angucke, ich nehme mal die Kamera hier kurz einmal rum, ich hoffe, ihr könnt das jetzt ein bisschen besser erkennen, dann seht ihr auch, dass noch nicht alle Balken sichtbar sind. Das heißt, das Fahrzeug ist noch nicht fertig geladen. Ich werde jetzt mal trotzdem spaßeshalber mal... brauche ich gar nicht anzuschalten. Hier zeigt er mir jetzt an, ohne Heizung hätte ich eine Reichweite von 117 Kilometer. Wie gesagt, das Ganze bei einer Batterietemperatur jetzt von im Durchschnitt 2,4 Grad. Der mittlere Wert ist die 2,4, 2,5 Grad. Der mittlere Wert ist der Durchschnittswert. Minus 1 Grad ist die kälteste Zelle und plus 7 die wärmste Zelle. Also wir können ja auch nochmal auf die Batterie gehen. Da müssen wir hier ein bisschen vordrehen. Hier sehen wir jetzt sozusagen die Batterie. Die Batterie, ihr seht wieder, das kennt ihr von dem Video vor 2-3 Tagen, ist fast auf gleichem Stand. Und hier sind die Zellen und da sieht man doch, dass es erhebliche Unterschiede gibt. Da gibt es also Zellen, die sind deutlich wärmer als andere. Die haben nur so minus 1 Grad und andere, die sind hier deutlich wärmer. Ja, das liegt natürlich eben daran, dass die Batterien, die außen sind, kälter sind als die, die mitten im Pack sind. Und es scheint sich jetzt hier doch auszuwirken. Ob sich das jetzt auf die Leistungsfähigkeit auswirkt, kann ich natürlich so erstmal nicht sagen. Ich werde jetzt trotzdem den Wagen erstmal noch weiterladen lassen, bis er voll ist. Wir haben heute noch eine Tour vor nach Potsdam mit dem Auto und ja, dann gucken wir einfach mal, wie das läuft. Heute Nacht auf morgen, also von Sonntag auf Montag, soll es ja mal noch kälter werden. Da wollen wir natürlich dann auch wieder ganz genau gucken, was los ist. Die Ladeleistung ist jetzt runter auf 3,7 Ampere, das heißt, der Wagen ist so gut wie voll und es wird nur noch mit 0,87 kW geladen. Das heißt, im Prinzip ist der Ladevorgang mehr oder weniger abgeschlossen und ich möchte jetzt mal gucken gehen, was der Wagen jetzt für eine Reichweite anzeigt.
auch mal die Batterietemperatur auslesen. Jetzt sind im Moment draußen -7,5. 124 Kilometer Reichweite ohne Heizung zeigt der C0 jetzt an. Er ist nicht 100% vollgeladen. Es fehlen noch 2-3 Prozentpunkte. Die machen aber den Kohl auch nicht mehr fett. Ich habe es vorhin schon gesagt, heute ist Sonntag, der 7. Tag in der Reihe und ich nehme euch jetzt mit auf ein kleines Fazit. Vorher muss ich aber erstmal das Auto freikriegen, denn die Frontscheibe ist total vereist. Zunächst mal, es macht mir wahnsinnig viel Spaß, mit dem Auto unterwegs sein zu können. Das ist ja so eine Art Flashback, also ein wieder mit dem Auto unterwegs sein zu können, weil ich einfach es mag, dass dieses Auto eben nicht perfekt ist. Nein, man kann mit dem Auto nicht 300 Kilometer auf der Autobahn fahren. Nein, es lädt nicht mit 150 kW. Und nein, man kann nicht in 2,1 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen. All das geht mit diesem Fahrzeug nicht. Ja, es hat einen kleinen Akku, die Reichweite ist nicht besonders hoch. Es lädt auch nicht wahnsinnig schnell. Einphasig an AC und am Shademo mit, ja, je nach Ladezustand zwischen 30 und 40 kW, zum Ende dann entsprechend langsamer. Nein, man kann auch mit diesem Fahrzeug nicht von 0 bis 100 in 2,1 Sekunden beschleunigen. Ich weiß gar nicht, ob der 100 schafft. Wait a minute. Doch, er schafft 100, aber er braucht natürlich ein bisschen länger dazu. Trotzdem macht das Fahren mit diesem Fahrzeug vielleicht gerade deswegen so viel Spaß, weil es eben nicht perfekt ist. Denn der C0 und auch entsprechend die baugleichen Modelle iMi von Mitsubishi und auch Peugeot e-on haben so ein paar Kleinigkeiten, die man bei modernen Fahrzeugen vielleicht nicht unbedingt findet. Da ist zunächst einmal einfach die Übersicht. In diesem Fahrzeug hast du eine riesen Frontscheibe und du hast in alle Richtungen, vielleicht mit Ausnahme der C-Säule hinten, hervorragende Sicht. Auch kleine Menschen, so wie meine Frau zum Beispiel, ich selber bin ja auch nicht besonders groß mit 1,74, haben eine sehr, sehr gute Rundumsicht in diesem Fahrzeug. Man sitzt gleichzeitig relativ hoch, das ist fast schon so ein bisschen SUV-Gefühl, natürlich nicht zu vergleichen mit einem Audi Q8, gar keine Frage. Und hat deswegen gar nicht das Gefühl, in einem Kleinwagen zu sitzen. Auf der anderen Seite ist dieser Wagen natürlich klein. Er erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Suzuki Ignis zum Beispiel. Ja, irgendwie so ein kleiner, der irgendwie groß sein will. Die Abmessungen sind super. Man kommt überall perfekt durch. Der Wagen ist sehr schmal, dafür relativ hoch und auch nicht besonders lang. Das heißt, man kommt auch an engen Stellen, wie sie ja häufig heutzutage im Stadtverkehr vorkommen oder auch hier in so Seitenstraßen, wo die Leute mit ihren dicken Stadtpanzern sich hinstellen, hervorragend durch. Überhaupt gar kein Problem. Man sitzt relativ gemütlich. Ich bin auch damals mit dem e-on auch längere Strecken gefahren an die Ostsee oder bis nach Leipzig, ohne mit großartig Rückenschmerzen aussteigen zu müssen. Im Winter ist die Heizleistung okay. Man hat nicht vielleicht 26 Grad im Auto, sondern vielleicht nur so um die 20. Aber wen das nicht stört, alles okay. Was ich aber an diesem Fahrzeug auch einfach super, super klasse finde, ist, wie viel man in dieses Fahrzeug einladen kann. Ich habe es euch gleich schon, glaube ich, am ersten Tag gezeigt. Wenn man die Sitze hinten umlegt, bekommt man nicht nur eine ebene Ladefläche, sondern richtig groß Stauvolumen. Und man kann richtig mit diesem Fahrzeug was transportieren. Natürlich die Waschmaschine, die kommt immer. Das passt wunderbar hier rein. Aber auch Gartenmüll zum Beispiel. Große Säcke, kleine Gartenmüllsäcke passen hier wunderbar rein. Der Großeinkauf und auch ohne umgelegte Rücksitze hat man doch vergleichsweise viel Kofferraum in diesem Fahrzeug und ich behaupte mal mehr als im Skoda Citigo, der irgendwann demnächst mal bei uns ankommen wird. Die Technik in diesem Fahrzeug ist einfach und dafür praktisch unverwüstlich. Also die Zellen funktionieren noch hervorragend nach 74.000 Kilometern. Die Reichweite ist so, wie man sie erwartet. Einen großartigen Reichweitenverlust habe ich jetzt hier nicht feststellen können. Ungefähr 10%, aber das ist ja bei einem Tesla auch nicht viel anders. Kurz und gut, wer also in die Elektromobilität mit einem gebrauchten Fahrzeug einsteigen möchte, wer nicht wahnsinnig viel Geld ausgeben will oder wer sagt, nein, ich trenne mich noch nicht von meinem Verbrenner, vielleicht von meinem Verbrenner-Kombi, was auch immer, mit dem ich die richtig langen Strecken zurücklege. Ich möchte aber vielleicht für den urbanen Verkehr ein Elektroauto haben, das mit dem ich diese Strecken von täglich 30 bis 60, vielleicht 70 Kilometer zurücklegen kann und
bin auch mit so einem einfachen Fahrzeugkonzept auf Du, dann ist sicherlich es wert, mal bei den entsprechend einschlägigen Gebrauchtportalen nach einem von diesen drei Drillingen einfach mal zu gucken. Ich habe euch mal ein paar Angebote bei mobile.de rausgesucht. Ihr findet sie ähnlich mit Sicherheit auch auf anderen Gebrauchtwagenprofilen. Und siehe da, um die 5.000 Euro und man ist im Spiel. Etwa 70.000 bis 80.000 Kilometer Laufleistung und das Alter entsprechend so ungefähr 8 Jahre. 5.000 Euro für ein Elektroauto, das sich hervorragend fährt, das hervorragend in Schuss ist, auf das man sich verlassen kann, wo man keine Gedanken sich machen muss über minimale Reichweiten oder sowas. Die alten Drillinge sind robust und zuverlässig. Man kann sich darauf verlassen, es macht Spaß mit ihnen zu fahren, sie sind übersichtlich. Und wenn man sich so ein Fahrzeug gebraucht kauft, vielleicht für 5.000 oder 6.000 Euro und fährt mit dem Fahrzeug noch 4-5 Jahre und kann vielleicht auch noch zu Hause günstigen Strom laden, von der PV-Anlage zum Beispiel, dann ist das wahrscheinlich das Schnäppchen des Jahrhunderts, wenn man auf die einen oder anderen Komfort in diesem Fahrzeug verzichten kann und auch bereit ist, diese kleinen Abstriche zu machen. Natürlich hat dieser Wagen auch eine Menge Sicherheitseinstellungen. ESP habe ich genannt, Airbags habe ich genannt, die hier überall drin sind. Also das Wichtigste ist selbstverständlich drin, da sind keine Abstriche gemacht worden. Und wer Bock hat und wer Lust hat, so in die Elektromobilität einzusteigen, da kann ich nur sagen, Daumen hoch, ganz große Klasse. Was könnte man sich noch angucken? Ein Leaf 1 zum Beispiel könntet ihr euch noch anschauen, ob das vielleicht für euch was ist. Und aus der Zeit damals, dann wurde es schon ein bisschen dünn, denn außer den alten Drillingen und dem Leaf 1, da gab es damals nicht allzu viel. Also schaut einfach mal, vielleicht noch ein Smart, also schaut einfach mal in die Gebrauchtwagenportale rein. Und ja, wenn es nötig ist, macht auch vielleicht ein bisschen längere Anfahrt, um euch so ein Fahrzeug mal anzugucken. So, das soll es gewesen sein. Die Woche ist um. Vielleicht passiert heute noch was. Dann geht das hier in dem Video und in diesem in dem Video gleich noch ein bisschen weiter. Vielen Dank, dass ihr euch alle Folgen angeguckt habt. Sollte es in den nächsten Tagen noch irgendwelche super spannenden Sachen ergeben, dann gibt's noch mal sozusagen einen Nachschlag dazu. Heute Nacht soll es ja auch noch mal noch kälter werden, als es heute war. Da sind so minus 10, minus 11 angesagt. Da gucke ich mir natürlich den Akku auch noch mal an, ob das alles soweit in Ordnung ist. Ansonsten sollten wir uns so erstmal nicht sehen. Danke, danke fürs Zugucken, danke für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal in einem Video, in der Live-Sendung. Julian sagt ciao.